und ihr solltet dieses Getränk trinken, es ist sehr lecker. Was ist das? Weiß ich nicht, wie es heißt. Ich habe die große Ehre, hier dieses Battle zu hosten und ich freue mich seit 8 Wochen sehr auf dieses Match. Ja, ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir so, geil, heute passiert es endlich. Zuerst möchte ich die junge Dame auf meiner rechten Seite vorstellen, die ja wahrscheinlich schon, der ein oder andere wird sie kennen, unter dem Namen Madame Chaot. Sie ist aus Hannover angereist, 4 Stunden lang im Auto gesessen, nur um sich hier gleich übelst auf die Fresse zu geben. Und ich finde, dafür gehört ein riesen Applaus her für Madame Chaot! Und als zweites darf ich euch vorstellen, eine junge Dame, die in unserer Liga schon ein bisschen bekannter ist. Sie ist die aktuelle Titelträgerin unserer Liga, auch wenn wir noch nicht so viele Matches hatten und so trotzdem. Ja, sie ist einfach in jeder Cypher am Start und so. Und das, finde ich, gehört auch super gewürdigt. Und deswegen macht Lärm für unsere Titelträgerin, für Aura Wow! Hey! Geeinigt, wer anfängt? Ja, ich fange an. Nice. Erste Runde, Aura One. Deine Anne erzählt so bestimmt, du machst keinen Akt. Deine Bilder sehen aber auch so aus, als wären sie kein Akt. Denkst, dass keiner außer dir das in der Cypher packt, aber sind alle Kriterien, sei halt einfach nackt. Und dann hattest du dein Treiben Akt in Kunst verpackt, danach hattest du bei mir ohne Gunst verkackt. Mene, du triffst doch höchstens mal beim Bums den Takt. Ich dagegen stehe heute hier und bums den Takt. In der Schule wurde früher auf dir rumgehackt, sehen die Kopf sich an der Ecke, dann wird zugepackt. Wie die Arbeit war, sie antwortet mit Grundverfakt, Medizin nimmt ihre Kunden nur im Stundentakt. Sie hofft, dass es nicht schon bis zu Mama durchgesackt, ihre Scheide gleich von innen einen Brunnenschacht. Ich glaube nicht, sie schafft es aus diesem Dreckschuppen heraus. Auch ihre Nova hat sie mit diesem Jucken vergrault. Alle meinen sie im Chat Gruppenverlauf, ihr einziges Anliegen, dass sie Sexpuppen verkauft. Schon 30, bald bleibt da nur noch eine schlechtluckende Braut. Mach dich schon mal mit einer Blumenkranz-Flechtgruppe vertraut. Sie schaut angewidert und torkelt, während die Kamera ihre Gliedmasse erhält. Ob sie sich gerade die Fotos vorstellt, auf denen man ihre Visage komplett entstellt. Sie ist zwar gerade nicht im Bordell, aber trotzdem bis auf die letzte Lage entpellt, du Sucuk. Was in ihren Höhen wohl gerade vorgeht, wo das sie innerlich von dem Druck restlos zerfällt. Es ist zwar finanziell nicht lohnend, aber die Bestätigung, die sie festhält. Aber ich sagte es euch im Vorfeld, glaubt nicht, dass sie jemals wieder Mensch hält. Dabei sind die Bilder älter noch als 1000 Jahre. Welche Statue stand das heute vor mir mit grauen Haaren? Madame Chaot und ihr Leben in der Vergangenheit. Tschüschlan, weißt du noch, war das eine Zeit? Sie sagt, weißt du noch, war schon gut damals, als man mich ablichtete bis zum Gebärmutterhals. Danach war der Typ voll wie mit Butterschmalz. Seitdem betreibt Madame Chaot auf einem Kutterball. Auf Insta sieht man dich Rollmöpse im Haar platzieren, jedoch bloß um deinen intimen Smog zu kaschieren. Du magst es nicht, wenn dich die Leute zu sehr anstieren, deshalb arbeitest du nun so oft es geht am Tieren. Und willst am liebsten in unserer Liga am Tieren, weil mit Klaus Wurstgeruch kannst du dich gut arrangieren. Aura, nur hergekommen, um Leute zu blamieren. Im Gegenzug wird keins deiner Worte mich tangieren. Du bist ja ohnehin nicht die Beste im Parieren, dein Rap schon seit 2,5 Jahren am Stagnieren. Wärst du ein Hähnchen, würde ich dich heute hier panieren. Alles, was du tust, ist um Integrität rangieren. Ich werde dich heute Abend so hart krass massakrieren. Nach diesem Battle bist du Stoff sämtlicher Satiren. Das wird deinen Ausgehradius nochmal skalieren und dann wirst du wohl nicht mehr so häufig durch Köln flanieren. Zeit. Ach, der erste Runde auch von Madame Chaot. Es war ein Kampf. Die Schreibblockade gegen dich war spürbar konstant. Bitch, beide deiner Battles waren mega penetrant und glücklicherweise sofort erkannt, dass uns beide außer Battle Rap und Katzen nichts weiter miteinander verband. Du wolltest 3,5 Minuten, Bitch, ein Tick zu lang. Guck, ob du überhaupt 3 Minuten Runden chokefrei kannst. Und man wollte unjudged, völlig entspannt. Ich nehm dir nicht den Gürtel, dafür aber den Titel im Kopf ab. Keine Angst, Mann. Mieseste Standardsprüche prägen ihre Insta-Bilder.
Freunde sind Menschen, vor denen man laut denken kann. Denken dir denn keine deiner Freunde mal laut, dass du als MC absolut nix taugst, aber eins an dir ist interessant. Dein Kopf. Der fällt sehr auf in erster Instanz. Einziger Vorteil, vielleicht ist nach hinten genug Platz für mehr Schwanz. Du brauchst auch gar keinen Kopfschutz. Dieser haubenartige Schädel auf dem Hals dient dir bereits als Heldersatz. Du hast so einen Kanisterkopf. Du besitzt nicht die Aura einer Siegerin. Du hast maximal die Aura eines Tetrapacks. Deinen Namen laut auf Google erfasst. Aura steht für 40 Dinge laut Wikipedia. Und ich fand, einiges hat so gepasst. Ganz sicher nicht Aura, griechische Göttin der Morgenbrise. Nee, dann war er Aura, finnischer Käse. Oder Aura, neurologische Störung im Rahmen meiner Migräne. Meinst du etwa die Aura aus esoterischen Lehren? Oder nennst du dich nur Aura, weil du Laura heißt? Bitch, das ist so Mainstream und Standard, Miss Gravel-Handschlag. Was du ja an den Kopf wirfst, einfach hirnverbrannter Mist. Wär ich ne App, wärst du ne App, wär ich ne App. Digga, wärst du mal nicht ne App, wärst du einfach mal nicht weh. Und dann noch der Eisvergleich, als wenn das mit der App nicht reicht. Sie wäre nur ein Flutschwinger, du hingegen Mandel. Sie kann man für 1,02 Euro haben, Fisch für 2, guter Handel. Sie kann man für 1 Euro haben, Fisch für 2, guter Handel, leg ich 3 Euro drauf und kauf euch beide gleich ab. Bitch, du solltest am Vakuum deiner Lyrik krepieren. Mann, Bitch! Du hast doch Manie statt Manier. Greta Thunberg auf Insta abonniert. Gegnerinnen wegen ihrer Sexualität schikaniert. Ihre eigene scheinbar nicht kapiert. Du magst Sex nicht so, oder? Mann, du liebst deine Katzen scheinbar mehr als dich selbst. Doch sollte man dich statt dir adressieren. Vielleicht heißt du Aura, doch ich bin eine Ära. Also keine Bange um den Gürtel Kleines. Ich bin nur hier, um zu trainieren. Oh. Zweite Runde von Aura One. Tschüss, Walla, ich wette jetzt gegen K-Out. Arme Nakoye, mich weiß, wo dein Haus wohnt. Erst kommst du deine Gedanken aus deiner Praxis, ich reife das Krankenhaus. Deine Shootings nach der Bohnenstange für einen Judaslohn. Willst du beleidigen, sagst du, ich bin deine Mutter, du Hurensohn. Walla Villa, du sagst, alle Männer sind Schweine und Luschen. Aber sag mal bitte, Mädel, wie willst du dann noch Halal Penis lutschen? Dein Image als Künstlerin solltest du mal ab und zu pushen. Drohst gerade im Standardklischee Asi-Akro-Türkin abzurutschen. Lauter als du schreit nur Klaus Kryptonite. Wenn man übst du deinen Rap in Hannover, hört man es weit und breit. Du träumst utopisch, selbstbewusst schon vom Copyright. Währenddessen hat das Minarett wegen dir wieder Meinungsstreit. Doch es ist Aura, mit der Aura einer Baboin. Du dagegen hast nicht mehr die Aura einer Schaboin. Auf deinem Profil gibst du an, du wärst Wissenschaftlerin, dabei warst du noch nie in einem Labor drin. Was willst du eigentlich hier? Du wirst niemals eine Rapperin. Ich sehe dich eher so als Salattaschenverscheckerin. Para machen als traditionelle Dönerspießvollstreckerin. Ich mach dich Messerflüstern als Fladenbrotausstecherin. Kann schreien wie am Dönerspieß in deinem eigenen Laden, weiter im Sonnenstudio leben und weiter Jogginganzug tragen. Am Peter eine Künstlerin, aber eine Brotlose. Anstatt Schwarzblüten zu kassieren, schnibbelt sie lieber Rotkohle. Also glaube ich dir, wenn du sagst, dass du Kohle machst, aber nicht, dass du außerhalb deines Grills auch wirklich Kohle hast.
Den Döner rollst du in Edelmetall. Davon hast du ganze Rollen. Aber du, nur weil du Mäuse hast, bist du noch lange nicht im Adel angekommen. Schaben, Maden, sie checkt halt gar nichts bei ihrem Bewusstseinsgrad. Ratten öffnen die Türe beim Besuch vom Gesundheitsamt. Madame und ihre Boys stören nun woanders den Hausfrieden. Verpesten den ganzen Hausflur mit Kot von ihren Hausziegen. Die Kennexen und Mucken der Vermieter will sie rauskriegen. Kommt der Bescheid, schreit sie. Ich geb dir gleich von wegen rausfliegen. Ey, beiseite mit dir, du bist Schöpp, hört man, wie sie resoniert. Madame C hat ACAB auf dem Unterarm tätowiert. Wärst du eine E-Mail, dann Eiche@nackig.laden. Wär ich eine E-Mail, dann Aura@siegerin.krass, ey du. Oh, ja. Wärst du eine E-Mail, dann Eiche@nackig.laden, was eine Schabracke. Wär ich eine E-Mail, dann Aura@siegerin.krass, ey du nasse Matratze. Wärst du ein Döner, dann einer vom Hauptbahnhof aus einer Baracke. Wär ich einer, dann von Kebabblatt, man riecht den Duft und schreit Attacke. Du schreist, in deinem Laden schreist du den ganzen Tag Rabatte. Nicht lange und du siehst, wie ich deinen scheiß Laden abfackle. Doch dein Laden ist sowieso bloß eine Attrappe. Mit der Bude willst du dir wegen ganz anderes anlachen. Sag, sie arbeitet fürs MIT. Was findet sie heute raus? Doch in Wirklichkeit ist es der Geheimdienst und sie spielt ihre Leute aus. Denn sie ist immer noch sauer auf Böhmi und sein Schmähgedicht. Baba Erdo lutscht sie den Penis bis zur letzten Käseschicht. Macht Lärm für Auras zweite Runde! Zweite Runde auch von Madame Chaot. Eigentlich geil, wenn sich Weiber lyrisch fighten, aber wie du das mit deinen Chicks hier veranstaltest, ist ohnegleichen. Beleidigung fallen sollen reizen, aber alle sich straight nur am Lachen und freuen wie beim ersten Mal Ponyreiten. Mann, wie soll man sowas ernst nehmen? Ihr seid maßgeblich für ein Klischee, das sich über Frauen im Battle-Rap entfaltet. Behütet und sicher fühlst du dich hier in deinen Cypher-Kreisen, aber nur hier zu betteln ist ein stagnierendes Zeichen. Wie kannst du nicht den Drang haben, ein bisschen mehr zu erreichen, sich auch mal in anderen Ligen zu beweisen? Ich scheu niemals Scheuklappen runterzureißen. Muschis wie du mir und auch nur anstatt endlich mal richtig zuzubeißen. Bitch, ich bin kappbereit. Nicht deine ganzen Battles, Digga, sondern deine ganzen Katzenmemes auf Insta haben mich so aufgegeilt. Wie kann eine Frau nur so fixiert auf ihre Katzen sein? Deine selbst erstellten Katzenmemes gehen schlichtweg zu weit bearbeitet. Pfoten zu Menschenhände und so ein Scheiß. Bearbeitet Pfoten zu Menschenhände und so ein Scheiß. Sprech Blasen über die armen Miezen verteilt. Sie schreibt kreativ eigene Sprüche rein. Das ist wahrer Datenmüll im Netz. Deine Tierliebe grenzt an Tierquälerei. Fehlt nur noch, dass du wie die verrückte Katzenladies bei den Simpsons mit den armen Viechern um dich schmeißt. Vor allem ist es einfach nur peinlich, was du tust, wenn du deine Bars nicht kannst. Deine Bars nochmal nachtragen im Nachgang. Pfui. Ja, Miss Grant hat das zwar auch, sie aber knüpfte es an ihren Part an. Und nachdem dann das Battle sein Ende fand, fragte sie Basti, ob sie noch mal ran darf. Willst du eine E-Mail verschicken oder wieso machst du einen zusätzlichen Anhang? Wie ihr seht, trennt sich hier die Spreu vom Weizen. Deine Bars sind so billig, die können sich meine zum Lunch leisten. Und ich weiß, dass du kiffst. Glaub mir, dich kipp ich locker unter den Tisch. Ich bin ehrlich, stolz auf sowas sein sollte man nicht. Aber wie gesagt, ich kipp dich locker unter den Tisch. Und ganz nebenbei, Auras Diskrepanzen greifen tiefer in die Trickkiste. Neckes ruft an, deine Mama passte nicht durch die Rutsche. War ungefähr ihre Line und das war nicht die schlimmste. Zwar studiert, aber so hohl, dass die alte Diesel in ihrem Benziner kippte. Baby, das steht ganz weit oben auf jeder Witzliste. Und nenn mich ruhig Sujuk, mich kannst du damit nicht beeindrucken. Mir raubst du höchstens den Atem, wenn du mich ordentlich face-sittest. Oh! Hi. Dann.
Dritte und letzte Runde von Aura One. Sagst in dem Ästhetikgrundsatz, du zeigst keine Genitale. Aber postest deine Vulva in der Story, du Geniale. Aber auch wenn es besoffen war, also eine Schnapsidee, ging es trotzdem kurz viral. Sogar Ellen hat's gesehen. Mit dieser Logik wünsche ich dir viel Erfolg beim Fortleben. Du kannst gerne fortgehen, bevor sich alle fortdrehen. Und jetzt sehe ich dich hier von innen dort beben, aber es tut mir leid. Ich hasse eben Menschen, die nicht zu ihrem Wort stehen. Habe ich einen Fluch, meinen Wahrheitsdrang niemals zu befriedigen? Von wegen Vollbluttürkin, Melissa kommt aus dem Griechischen. Mir denkt, du tätest der Mythologie des Namens Gefolgschaft. Denn die erste war eine Nymphe, die es Zeus abends besorgt hat. Madame von Aura One ist Madame Chaos höchstens die Antiphrase. Rap-Kaliz hat da eigentlich über dich eben ein Stück bei Ariane? Chaos so labert mehr Scheiße als Bachelor-Kandidaten. Aura hangelt sich von Realtalk zu Realtalk wie Tarzan an Liane. Statt einem Bier gebe ich einen Säurecocktail zu schlürfen. Wenn es nach mir geht, ist dein neues Hobby, S-Bahn zu surfen. Wegen dir wird hier noch weniger als bei Sabine umstürzen. Du kommst doch nur nach Köln, um dich Wanderhure nennen zu dürfen. Also, es wird Zeit, dass du dich hier mal ein bisschen mehr bedeckst. Merkst du nicht, wie du die meisten Leute hier drinnen sehr verschreckst? Kann doch nicht sein, dass du jetzt auch noch unsere Liga hier verträgst. Los, zurück mit dir, dahin, wo der Ständer wächst. Aura ist so eine Liebe, da kannst du echt jeden fragen. Wirklich selten liegt sie mal mit irgendwem im Argen. Aber steckst du einer Katze noch mal deinen Absatz Richtung Magen? Glaub mal, Mädel, dann platzt selbst mir hier der Kragen. Sagst du noch einmal, wirst du noch einmal so einen Fehler wagen, dann kassierst du eine Menge Leberhaken. Um die Frequenz zu erhöhen, werde ich Peter fragen, meine Hirnzellen cruisen Jets, die während deine noch Segel fahren. Schaue ich den Männern hier so ins Gesicht, werde ich zum Telepathen. Ob MC heute noch Sex hat, ist nur eine Regelfrage. Aber gezählt sind deine Lebensjahre in dieser Lebenslage. Für deine Teilnahme hier reicht es ja noch so eben gerade. Aber glaub mal, Madame Chaos, du bist keine edle Dame. Will ich deine News sehen, da kann ich echt jeden fragen. Bald Instagram. Aber gefallen, im Spiel gegen mich sind sie gefallen, die Würfel. Du willst auch mal Sterne erobern, aber das hier ist mein Viertel. Du gewinnst hier unter Garantie niemals meinen Gürtel. Aura One ist hier das A und O. Das sind sogar meine Kürzel. Dritte und letzte Runde von Madame Chaot. Du Nestbeschmutzer. Du kannst Frauen nur hänseln. Aber was du vom Stapel lässt, das verdichtet echt alle Grenzen. Miss Grants Name sei so Mainstream, wenn ein deutscher Autofahrer wäre, würde er für Tiere statt Ausländer bremsen. Was für Deutsche kennst du? Sprich da die neue deutsche Wut. Selbst ich bin dir womöglich ja nicht integriert genug. Also, kleine Aura, keine Angst vom schwarzen Mann. Denn wenn er kommt, dann war so ein Orgasmus vielleicht nur gut. Also, Mami liebt Schokolade, Aura, aber macht ihre Beine nur breit, ist sie auf ihrem alteingesessenen Gynäkologenstuhl. Schaut euch diese kleine Trolle an. Film mir ein, was von meinen Nacktbildern erzählen. Was für Insta, ich mach das seit 2008, verdammt wir. Zieh hier nicht an einem Strang, Mann. Künftig siehst du Insta-Stories von mir safe, noch nackter am Sandstrand. Ich würde sogar meine Röntgenbilder hier zeigen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gebracht hat. Hast du gehört, Bitch? Schachmann und müsste man uns zwei vergleichen, würde eine reichen. Und glaub mir, mich würde keiner aus dem Line-Up streichen. Nicht mal 3 Monate Männerabstinenz hätte das Glitch hier Miss Graham geschafft. Wieso sollte man das schaffen wollen? Ficken ist voll geil, Bitch. Ficken ist voll geil, Bitch. Leb damit, du bist ein wahrhaftig verblassender Feministinnen-Traum. Ey, mein Glaub ist kaum. Sie ist straight aus dem Dorf namens Dormagen. Willig ist nicht billig, sondern chillig. Das wussten auch deine Vorfahren.
Das wussten auch deine Vorfahren. Ey, deine Frauenpower ist fake. Dein Slogan hat eine falsche Proportion. Fuck, dass ich die Vorbereitung nicht noch länger aufschob. Wir Frauen ficken uns bloß, während Schwänze sich zusammentun. Also, lutschst du noch Schwänze oder leckst du schon? Ich vermute, ich bin zu plump und sexistisch für dich. Feier ich. Ich vermute, ich bin zu plump und sexistisch für dich. Feier ich. Du reduzierst mich doch im Prinzip auf gar nichts anderes. Du fickst heuchlerisch, weil deine Sexualität dir anscheinend ein Problem ist. Sieh, wie ich mit Schnabel im Stehen piss. Fick dich, ich lass mich von nichts und niemandem auf meine Brüste reduzieren. Ich hab nicht mal richtig welche. Weißt du was? Meine Bars, ne? Ja, schlecht, die tragen meist High Heels. Die können daher gar nicht so schnell um die Ecke. Also nenn mich ruhig Sujuk, Schlampe, Fotze, Hure. Diese banalen Etiketten kann man alle galant wenden. Nenn mich nicht mal Madame K.O., nennt mich Madame Tussaud, denn Menschen werden zu wachsen, mein Herr. Krass, es ist unjudged. Bitte guckt auf YouTube, kommentiert, sagt, was ihr besser fandet und vielleicht besser im persönlichen Gespräch. Und jetzt. Yes.